Ich überspringe das mal, das ist nicht jugendfrei. Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerds of Tech. Ich bin's, Ronny, und ihr seht schon und ihr habt es im Titel gelesen, das ist ein Mini-PC. Das dürfte durchaus die günstigere Alternative zu einem Intel NUC sein. Die Basisversion, die jetzt hier steht, liegt so bei knapp unter 500 Euro. Allerdings ohne Betriebssystem, ohne Speicherplatz und ohne Arbeitsspeicher. Den hier gibt's schon im besten Fall für 400 Euro mit allem drin. Und da haben wir dann den Geekcom Mini IT8. Ich packe euch mal daneben den Intel NUC. Rein optisch, man sieht schon, relativ identisch. Beide haben natürlich ein relativ kleines Gehäuse, also sehr, sehr kompakte Geräte. Bei beiden liegt auch eine Halterung mit bei, um das Ganze dann an den Monitor auf der Rückseite zu verfrachten oder meinetwegen auch an die Wand. Und ja, man sieht schon, man hat sich hier von Geekcom direkt an dem Intel NUC mit orientiert. An dem Formfaktor, da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Hersteller, die das auch mit nutzen. Und selbst die SD-Karten-Slots hat man hier mit verwendet. Wobei, hier ist Mikro, hier ist eine große SD-Karte mit nutzbar. Und ansonsten sieht es auf der Unterseite so aus. Und ja, man sieht schon noch einen kleinen Unterschied in der Größe. Beide haben eine 90-Watt-Netzteil mit bei, also beide haben auch den gleichen Prozessor drin. In dem Fall ist es der Intel Core i5-8259U. Ihr merkt es vielleicht schon, die 8. Generation von Intel. Ja, einen Teil der Anschlüsse habt ihr schon gesehen, wir gehen nochmal näher drauf ein. USB-Typ-C-Port für die Datenverbindung, dann USB 3.2, dann gibt es natürlich den Combo-Klinkenanschluss, den Power-Button, um das Ganze natürlich auch in Betrieb zu nehmen. Dann haben wir hier den Kensington-Lock an der Seite und man sieht hier auch die Lüftungsgitter, wo dann natürlich entsprechend die Abwärme mit abgeleitet wird. Auf der Rückseite seht ihr natürlich den Stromeingang, wie gesagt, 90 Watt Netzteil liegt mit bei. Dann gibt es einen Mini-Display-Port, den LAN-Port, dann nochmal zwei weitere USB 3.2 Ports, dann gibt es den USB-Typ-C-Port, der hier ist dann auch mit Videoausgang, also das heißt, auch hier könnt ihr den Monitor mit anschließen und zusätzlich nochmal den HDMI 2.0-Port, das heißt, wir haben jetzt hier Mini-Display-Port, Typ-C und HDMI-Port, um das Ganze mit Monitoren zu betreiben, im System ist das auch so hinterlegt und seitlich, habt ihr das ja schon gesehen, den SD-Karten-Slot. Auch die inneren Werte zählen natürlich, da liegt da nicht mehr so viel vor, wir haben Dual-Band WLAN 5 und Bluetooth. So, Windows ist hochgefahren. Wie gesagt, im Gegensatz zu einem NUC-System ist hier Windows schon mit vorhanden und in dem Fall tatsächlich auch Windows 11 Pro. Ich habe mich mit Windows 11 jetzt noch nicht so wahnsinnig beschäftigt, aber irgendwie habe ich mich ein bisschen durchfummeln können. Ganz so wild ist es nicht, weil bei uns im Büro sind die noch nicht damit ausgestattet, aber macht keinen Unterschied von der großartigen Benutzbarkeit. Viele Dinge sind gleich geblieben, paar haben sich ein bisschen verschoben, aber das ist auch egal. Schauen wir uns mal die inneren Werte an und da sehen wir dann Intel Core i5-8259U mit 2,3 GHz, also 4 Kerne mit maximaler Taktrate von 3,8 GHz. In unserem Fall haben wir 16 GB DDR4 RAM drin, also SODIMM, die kleinen. Ihr habt natürlich auch dann die Möglichkeit, andere Systeme zu wählen, indem ihr sagt, okay, ich brauche nur 8 GB Arbeitsspeicher bzw. 256 GB Speicherplatz. In dem Fall ist eine M.2 NVMe Festplatte drin mit 512 GB. Wenn ihr die kleinen Varianten nehmt, könnt ihr schon so für um die 400 Euro das Gerät euch kaufen. Links sind in der Videobeschreibung, beziehungsweise wenn ihr vielleicht noch ein paar Mark mehr sparen wollt, es gibt auf Amazon den Geekcom auch als Import und da könnt ihr die kleinste Version schon für knapp unter 300 Euro bestellen, also mit 8256 GB. Ich glaube, da wird es dann sehr, sehr interessant. Der Preis von unserem System, was wir jetzt hier haben mit Gutschein, liegt bei unter 500 Euro, bei 475 Euro. Da darf sich, da gehen wir natürlich noch mal näher drauf ein, natürlich gerne noch ein bisschen was tun. Ich klicke jetzt einfach mal ein bisschen bunt und wild auf dem System hier rum. Ihr seht schon, das ist halt ein bisschen bunter, ein bisschen anders angeordnet. Man kann sich damit natürlich dann irgendwie arrangieren und spätestens, wenn man irgendwann so ein Update drauf hat, wird man das wohl auch müssen. Letztendlich, es ist ganz nett, ganz schick, ganz bunt, erinnert aber jetzt irgendwie nur noch entfernt so ein bisschen an Windows. Da hat sich tatsächlich so ein bisschen was getan, aber ich denke, man arrangiert sich damit. Natürlich direkt noch ein Wort zur Lautstärke. Hier ist natürlich eine aktive Lüftung drin verbaut. Ich denke, das ist absolut klar. Momentan ist es so, wenn wir im normalen Office-Betrieb sind, dass der Lüfter gerne mal auch ein bisschen auftourt. Wer jetzt wirklich verwöhnt ist von lüfterlosen oder sehr, sehr leisen Endgeräten, wird das vielleicht mit wahrnehmen. Steht das ein bisschen weiter weg oder unterm Tisch oder hinter Monitor befestigt, ist es nicht mehr so störend. Wenn euch das stört, es gibt ein BIOS-Update, was quasi die Drehzahl des Lüfters intern nochmal ein bisschen anpasst und verringert. Mich hat das jetzt im Gesamten nicht weiter gestört. Auch unter Volllast, klar, da tut er nochmal ein bisschen auf, aber es ist immer noch so, es stört nicht großartig. Wenn ich hier irgendwie über Monitor ein bisschen Musik laufen lasse oder sonstiges oder auf der mechanischen Tastatur rumklimper, dann nehme ich den eigentlich nicht mehr wahr. Gut, direkt mal Hardware-Info angeschmissen. Da sind eigentlich alle relevanten Infos noch einmal abzulesen. Also hier oben nochmal die Bezeichnung des Intel Core i5s. Dann sehen wir quasi, auf welchem
Codenamen das Ganze basiert, in welchem Formfaktor das hergestellt wurde, 14 Nanometer. Dann sehen wir auch hier den TDP mit 28 Watt. Im BIOS kann ich den auch reduzieren auf 20 Watt. Das heißt, ich könnte noch mal ein bisschen stromsparender unterwegs sein. Dann haben wir auf der, in der mittleren, im mittleren Reiter den Arbeitsspeicher DDR4 RAM mit 2400 MHz. Wie man auch sieht, ist es eine Single-Channel-Anbindung. Tatsächlich bewirbt der Hersteller, dass ein 16 GB Riegel verbaut ist und so man mit dem zweiten Riegel auf 32 GB hochgehen könnte und dann auch im Dual-Channel-Verbund arbeiten kann. Ich finde das einerseits natürlich positiv, dass noch ein Slot frei ist, um den Speicher zu erweitern, weil im Dual-Channel-Verbund bin ich ja mit dem Arbeitsspeicher fast doppelt so schnell im Vergleich zum Single-Channel-Verbund. Es ist löblich, dass man quasi einen Slot über hat, um den zu erweitern, aber jetzt eigentlich für die Performance schon wieder ein bisschen negativ, weil ich halt nicht die ganze Bandbreite ausschöpfen kann. Und wenn ich mir einen kleinen PC kaufe mit 16 GB Arbeitsspeicher, gehe ich eigentlich davon aus, dass ich die auch im Dual-Channel-Verbund schon nutzen kann. Weil wenn ich 32 GB Arbeitsspeicher haben wollen würde, würde ich es mir direkt so bestellen. Was die GPU-Seite angeht, haben wir die Intel Iris Plus Grafikkarte, also oder GPU-integrierte Grafikeinheit, die ein bisschen flotter ist als die Standardeinheiten, die man sonst immer so herkennt. Mit Sicherheit aber noch nicht vergleichbar mit den neueren Modellen, die in den 11er und 12er Generationen von Intel jetzt verbaut werden. Wie sich die Leistung jetzt ausschlägt oder wie sich das Ganze dann im System anfühlt, das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Mit der höheren Bandbreite des Arbeitsspeichers könnte man hier mit Sicherheit auch noch ein paar Prozent Performance mehr rausholen. Wir fangen direkt mit der SSD-Festplatte an, also 512 GB in unserem Fall. Die Leseraten sind mit 2465 MB in der Sekunde ganz gut. Das Schreiben fällt mit 523 MB dann ab. Das ist definitiv nicht High-End, da geht deutlich mehr, ist aber für das System kein Flaschenhals. Und wer jetzt hier quasi das Ganze im Office-Betrieb nutzt, wird halt nicht merken, dass die Lese- und Schreibraten nicht ganz auf High-End-Niveau sind. Ja, dann sieht man es hier auch nochmal. 2400 MHz, ein Steckplatz von zwei belegt. Ich zeige euch das nachher direkt nochmal am Gerät. Ansonsten ist das jetzt hier wahrscheinlich relativ uninteressant, außer dass wir halt wirklich auch die 16 GB haben. Dann haben wir den Cinebench R23 Single Benchmark. Da sehen wir dann hier, dass wir in dem Bereich irgendwo gelandet sind. Wenn man das jetzt mit einem modernen Core i7 der 11. Generation vergleicht, na klar, fallen wir da ein bisschen ab. Aber das macht im Alltag hier natürlich überhaupt gar keine Probleme. Ich zeige euch das natürlich auch gleich. Wenn es dann um den Multicore-Punktzahlbereich geht, sehen wir dann auch, ich zoome mal ein bisschen ran, wo wir denn da landen. Und auch hier gibt es natürlich dann riesengroße Unterschiede zu den Desktop-Versionen. Aber wie gesagt, für den Alltag spielt das, glaube ich, auch gar nicht so die Riesenrolle. Eine Gaming-Maschine ist es nicht. Ich will es an dieser Stelle auch nochmal direkt mit betonen. Auch wenn es nicht zum Spielen geeignet ist, man kann natürlich 3D-Benchmarks mit durchlaufen lassen. TimeSpy 640 Punkte ist nicht wahnsinnig viel. Skydiver 7164 Punkte ist ja solide, nenne ich es jetzt mal. Wie gesagt, wer eine richtige Grafikeinheit oder Grafikkarte bei sich drin hat, der lächelt über diese Zahlen, die ich jetzt euch hier zeige. Aber wie gesagt, wir haben ja auch nur maximal einen Stromverbrauch von um die 90 Watt, die das Netzteil geben kann. Und wenn ich einen Desktop-PC habe, der verbraucht natürlich deutlich mehr. Ja, WLAN habe ich mir ganz einfach gemacht, indem ich dann ja einfach GTA 4 runtergezogen habe. Da haben wir 11,2 MB in der Sekunde, die wir runterladen können. Also VDSL 100 liegt uns zugrunde, konnten wir komplett ausreizen. Ich war ein bisschen weiter weg vom Router, hat wunderbar geklappt. Die Laufwerksauslastung ist natürlich identisch hoch. Das mal als kurzer Einwurf, was das WLAN angeht. Mit Bluetooth hatte ich jetzt auch keine Probleme. Das, was ich verbunden hatte, hat funktioniert. Ich habe mit dem Extreme Utility von Intel ein Stresstest durchlaufen lassen. 10 Minuten ging der und hier sehen wir dann natürlich die erreichte Temperatur, die anliegende Taktfrequenz und dass es hier auch ein Power Limit Throttling gibt. Das hieß in dem Fall, dass wir bei ungefähr 30 Watt TDP sind und eine Taktrate von 3,2 GHz maximal. Ganz, ganz kurz wurde mal die 3,8 mit angerissen, das nur für ein paar Sekunden. Was die Temperaturentwicklung angeht, sieht man, wir sind im Schnitt bei 70 mit maximal 80 Grad, also hier gibt es keine Probleme. Und ansonsten, ja, 4 Kerne, 8 Threads, so wie man das halt so kennt, nichts Negatives, was hier großartig auffällt. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, wenn ich natürlich das System so komplett auslaste, zu 100%, dann dreht der Lüfter intern natürlich ein bisschen auf und man hört ihn. Ich habe es ja schon erwähnt, hier sei es an der Stelle, weil es passt, nochmal erwähnt. Ja, dann haben wir noch den Geekbench, 3639 Punkte mit der Multicore Score. Wenn ich das jetzt mit dem AMD Ryzen 5 3550H vergleiche, liegen wir hier mit 600 Punkten drüber. Das vielleicht als kleine Note, wo man den ungefähr so mit einordnen kann. Ich bin ja von dem AMD Ryzen 5, der 3550er, ziemlich begeistert, weil ich das als Retro-Maschine benutze. Hier habe ich tatsächlich einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil. Wir hauen jetzt mal den Browser auf. Ich habe so ein paar kleine Sachen schon mal vorbereitet, um einfach mal zu gucken, ja, wie schnell lädt denn das? Wie kann ich denn hier agieren? Und ich glaube, es zu sehen, dass das hier absolut kein Problem ist. Auch so eine PDF oder so, die kann ich hier natürlich dann relativ schnell öffnen, wenn sie dann auch vom Server mir gegeben wird. Und wenn ich ein Video anschauen will, dann kann ich das natürlich auch. So, dann machen wir hier mal 4K, machen Fullscreen und ich glaube, es ist zu erkennen, dass es hier keine Probleme gibt. Also das ist so, wie ich mir einen Betrieb unter Windows vorstelle, läuft das hier auch. Also ja, so ist es.
Das, ich glaube, was das angeht, brauche ich da nicht mehr zu viel zu zeigen. Das heißt, für den Office-Betrieb völlig ausreichend, sogar quasi fast überdimensioniert. Ich kann einige Tabs offen haben, ich kann damit ganz normal schreiben, arbeiten, Bildbearbeitung durchführen, das geht auch. Videorendering würde natürlich auch gehen. Wahrscheinlich müsste man sich da eher auf Full HD ein bisschen beschränken, weil das Rausrendern dann letztendlich dann natürlich länger dauert, weil keine dedizierte GPU vorhanden ist. So, das machen wir zu. Dann fangen wir mal mit einfach mit irgendeinem Spiel an. So, wir befinden uns in Rocket League und das ist die Full HD mit hohen Details-Einstellung. Man sieht es oben rechts bzw. oben links mit Fraps, dass wir so bei 40 bis 50 Frames sind. Wenn ich jetzt in die Einstellung reingehe, zeige ich euch das auch direkt nochmal. Und da sehen wir Full HD, Vollbild, Renderqualität auf Qualität gesetzt, Leistung, Texturen auf oder Texturdetails auf Leistung, ansonsten alles auf Hochqualität. Wenn ich hier noch ein bisschen was mit rumfummel und ein bisschen anpasse, kann ich hier natürlich auch die 60 Bilder pro Sekunde schaffen. Jetzt haben wir so gerade, liegt anscheinend an der Situation, ich habe eigentlich nichts verändert. Also dafür muss ich sagen, dass es so ein 300 bis 400 Euro System oder 450 Euro System ist, ist es schon in Ordnung, was wir hier bekommen. Das soll natürlich nicht alles sein. Wir befinden uns im Menü der Grafik von GTA 4. Ihr habt es vielleicht erkannt. Das sind die Einstellungen. Ich habe sie jetzt automatisch wählen lassen. Full HD und der Rest so durchschnittlich. Teilweise hoch bis sehr hoch. Und wir haben hier so um die 36 Bilder pro Sekunde. Ein bisschen was über 30, mal ein bisschen was drunter. Da geht natürlich, wenn man da noch ein bisschen was anpasst, natürlich auch noch ein bisschen mehr. Das Spiel selbst ist ja natürlich schon ein paar Jahre alt. Hier merkt man dann vielleicht, dass eine höhere Bandbreite im Dual-Channel verbunden mit dem Arbeitsspeicher vielleicht auch ein bisschen eine Grafikleistung erhöhen könnte, weil hier ist der Unterschied zwischen 2, 3, 5 Frames mehr irgendwie auch der Unterschied zwischen läuft gut oder läuft eben nicht gut. Aber wie gesagt, GTA 4 war damals schon ein Hardware-Killer. Damals, heute ist es wahrscheinlich schon fast auf dem Handy zu spielen, aber es läuft. Also sowas kann man dann schon durchaus spielen. Aber ich habe noch was anderes mit euch vor. Ja, und zwar Toshiba External USB Drive. Da gehen wir jetzt drauf. Da ist es. Motosera. Es ist natürlich auch möglich, mit diesem System andere Oberflächen zu laden. In dem Fall auch Linux. Gar kein Problem. Ich habe jetzt meine Festplatte einfach angesteckt. Da ist Badocera drauf. Kann ich an jedem PC anstecken und einfach laden. Und ihr seht schon, hier ist eine große Auswahl, was man so zocken kann. Ich fange jetzt mal ganz seicht einfach bei ein paar Spielen an. So, wir fangen direkt mit der Nintendo GameCube Emulation an. Wie gesagt, das System ist eigentlich nicht zum Zocken geeignet. Ich bin aber ganz, ganz großer Fan von stromsparenden Mini-PCs, die für Emulation geeignet sind. Und dieser ist gar nicht mal so verkehrt dafür. Hier und da mag es Probleme geben, aber mit F-Zero sieht man, dass es auch GameCube-Emulation schon mal ziemlich gut stemmen kann. Das ist auch eins der Spiele, die sich schwierig emulieren lassen. Aber wir machen das mal. Ach, wieder falschen Knopf gedrückt. So, das Ganze läuft noch in der Originalauflösung, da habe ich jetzt nichts geändert, aber hier sieht man, dass das Spiel auch die Geschwindigkeit erreicht, die ich ja für dieses Spiel brauche. Das heißt 60 Bilder pro Sekunde, das ist wie gesagt eins der GameCube-Spiele, die mit relativ schwer zu emulieren sind. Es gibt noch ein paar andere Karäter, da gehen wir auch nochmal gleich mit drauf ein, aber man sieht schon, hierfür funktioniert das sehr, sehr gut und wie gesagt, wer eine kleine Retro-Maschine zu Hause haben möchte und eine schöne Oberfläche, den kann ich Badocera nur ans Herz legen. Ist auch von der Konfiguration nicht allzu schwer. Wie man das Ganze konfiguriert und einstellt, findet ihr bei uns auf der Website. Da habe ich einen umfangreichen Beitrag zugeschrieben. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch überall im Netz anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Also vorzugsweise natürlich dann irgendwie Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, keine Ahnung, wo ich auch antworten kann. Ja, Werbung Ende. So, da ist mein X-Wing und ich trummer das erste Ding hier gleich mal weg. Man sieht schon, es läuft erstmal in Ordnung oder es läuft vernünftig. Wenn ich dann aber zum Beispiel die Cockpit-Perspektive ändere, dann ruckelt das immer noch. Das liegt aber irgendwie am Engine. Keine Ahnung warum, das kriege ich auch bei mir auf meinem System nicht besser emuliert. Und auch wenn ich hier diese Ansicht reinblende, auch da ruckelt das einmal kurz. Aber ansonsten läuft das Spiel tatsächlich wirklich gut. Und ich finde das sehr, sehr geil. Also ist auch hier die Standardauflösung vom GameCube. Da habe ich jetzt noch nichts verändert. Man kann auch ein Stück höher die Auflösung setzen, aber muss dann mal mit kleineren Rucklern hier und da mal leben. Wie gesagt, es ist keine Gaming-Maschine, aber zum Emulieren finde ich es halt immer noch ziemlich cool. Dieses Spiel kennt ihr bestimmt auch. Das ist Mario Kart 8 auf der Wii U. Und genau. Läuft jetzt vielleicht auch nicht ganz mit 100%iger Geschwindigkeit, aber ist auch absolut im spielbaren Rahmen und macht auch hier Spaß. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel immer noch. Die Switch-Variante läuft übrigens auch recht gut. Könnte man ja eigentlich auch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, wollen wir das? Marci, wollen wir das? Nein. Okay, mache ich. Cool. So, wir haben hier Super Mario 3D World. Man beachte die Betonung. Das ist ein Nintendo Switch-Spiel. Eins, der die ziemlich gut laufen.
Also nicht immer, auch hier müssen immer noch so ein paar Shader gecached werden und wenn man das zum ersten Mal spielt, dann kommt das mal zu so einem kleinen Rucklern. Ansonsten, wenn ich den jetzt hier wegkralle und totgehe und so, dann ist das nämlich nicht mehr das Problem. Dann läuft das flüssig. Wir können das Ganze ein bisschen einblenden und da sehen wir dann 60 Bilder, werden da unten dargestellt. Und ich bin jetzt jetzt nicht mehr in der Dock-Version, jetzt haben wir quasi die Handheld-Lösung. Dann machen wir es wieder Fullscreen, dann sieht man das ein bisschen besser und es läuft halt einfach echt gut. Also, ja, und wie gesagt, die Konsole ist ja noch relativ aktuell. Oh Gott, ich bin fast gestorben. Und wenn wir jetzt dann den Dock-Modus wieder anmachen, dann sieht das auch ein Stück besser aus. Das ist die Originalauflösung der PlayStation 2. Ist jetzt nicht wunderhübsch, nicht besonders toll. Hat hier auch in dem Emulator einen kleinen grafischen Fehler. Kann man mit einem bestimmten Befehl aber nochmal wegmachen. Mir geht es aber eigentlich darum, dass Tocker Racing Driver 3 hier flüssig läuft. Bei meinem AMD Ryzen 5 3550 Modell, was ich benutze, habe ich hier tatsächlich Schwierigkeiten bei der Emulation. Unter Windows mit dem richtigen Programm kann das vielleicht sogar noch ein Stückchen besser sein. Und wie gesagt, wenn die Dual-Channel-Bandbreite höher ausfällt, würde die Grafikkarte auch noch einen Hauch schneller sein, könnte man hier einfach noch ein bisschen mehr bei rausholen. Und vielleicht dann auch in 720p spielen zum Beispiel. Das wäre doch mal ganz geil. Ja, wie gesagt, beachtet den schwarzen Balken einfach nicht. Das muss so. Dann haben wir hier John Woos Stranglehold mit dem Schauspieler, den ich gerade vergessen habe. Das ist eine PlayStation 3 Emulation. Hier merkt man aber, ein bisschen mehr Grafik-Performance wäre schon ganz geil. Vielleicht könnte das tatsächlich im Dual-Channel nochmal den Unterschied zwischen spielbar und nicht spielbar machen. Aber es zeigt, wohin die Reise gehen könnte, wenn es noch ein bisschen mehr Performance hätte. Die PlayStation 3 Emulation ist allerdings auch sehr, sehr schwer. Da mussten ja damals 7 Kerne programmiert werden und angepasst werden und das Ganze zu emulieren ist natürlich auch schwierig. Aber man sieht, mit ein bisschen mehr Leistung könnte man das tatsächlich auch flüssig spielen. Aber es schwankt hier natürlich ganz, ganz stark an den jeweiligen Spielen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Das ist noch alles in der sehr, sehr frühen Phase, was diese Emulation angeht. Aber genau, das noch als Schlusswort zur Performance. So, auch die inneren Werte zählen, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Die Aufrufsmöglichkeiten sind natürlich auch interessant. Und zwar kann ich den Deckel relativ einfach abmachen, 4 Schrauben und dann bleiben die hier im Gehäuse. Ich hebe das ab, dann habe ich hier eine Möglichkeit, nochmal eine SSD zum Beispiel mit einzuverbauen, 2,5 Zoll zum Beispiel. Ich könnte, wie gesagt, den Arbeitsspeicher aufrüsten. Ein RAM-Riegel ist quasi drin, 16 GB von Kingston, also auch nicht unbedingt das günstigste und billigste. Ein zweiter Slot wäre noch da und die 2280er NVMe SSD-Festplatte könnte ich auch austauschen gegen eine größere. Das heißt, wenn ihr euch so ein System kaufen wollt, müsst ihr nicht diese 450, 500 Euro teure 16 512 GB Version kaufen, sondern könnt auch zu der 8 256er greifen. Kauft quasi nochmal einen Arbeitsspeicherriegel 8 GB für 30, 32 Euro nach, setzt ihn hier mit rein, wenn er von den Spezifikationen passt und dann habt ihr halt auch 16 GB direkt im Dual-Channel-Verbund. Noch ein Wort zum Intel Nook. Ich habe es ja am Anfang gesagt, der liegt aktuell aus Deutschland bei 480 Euro oder knapp unter 500 Euro. Kein Betriebssystem drauf, keine SSD-Festplatte drin und auch kein Arbeitsspeicher. Betriebssystem, weiß ich nicht, was Windows 11 jetzt gerade kostet. Mit Glück kriegt ihr vielleicht eine legale, ganz normale Version hier 40, 50 Euro, vielleicht auch 100 Euro. Ich kann es jetzt nicht ganz sagen. Es gibt natürlich auch eBay Keyseller und so weiter. Da kommt man deutlich günstiger hin. Aber Arbeitsspeicher 16 GB, bist du locker bei 60, 63, 65 Euro. Eine NVMe SSD-Festplatte mit 512 GB kostet dich auch um die 60 Euro. Je nach Anbieter bist du schon mal bei 120 Euro, die hier mit draufgerechnet werden. Das muss man jetzt hier quasi Geek.com entgegenkommend sagen, dass das schon alles komplett integriert ist. Der Preis auf Amazon liegt momentan bei 499 Euro minus 25 Euro Rabattgutschein, seid ihr bei 475 Euro. Das ist im Grunde eigentlich schon ein ganz guter Preis. Allerdings gibt es schon von AMD Ryzen und Co. 5er oder 7er Serien, die auch in dem Preissegment unterwegs sind und teilweise einfach je nach Chip, der drin ist, mehr Leistung bieten. Ob die jetzt aber direkt 16 GB RAM mit drin haben, das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, man könnte auch zu der günstigen Variante greifen, dann könnt ihr auf jeden Fall Geld sparen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Geek.com hat auf Amazon Prime Angebote, die sind immer ein bisschen teurer als das, was direkt aus China verkauft wird. Direkt aus China, auch über Geek.com oder auf Amazon, könnt ihr die 8256er Variante für unter 300 Euro kaufen, also 290 Euro. Da legt ihr nochmal 30 Euro drauf für den Arbeitsspeicher, Dual-Channel und bumm, fertig ist die Kiste. Für 300 Euro ist das ein sehr, sehr gutes Angebot. Für die 450, 480, fast 500 Euro muss man wirklich abwägen, was will ich damit machen, brauche ich mehr GPU-Power und so weiter und so fort. Die Aufrüstbarkeit, ich habe es euch gerade noch gezeigt, ist sehr einfach, gar kein Problem.
geht auch wirklich schnell. Anschlussmöglichkeiten sind auch sehr viele vorhanden. Da bin ich jetzt nicht so stark eingeschränkt. Klar, hier und da dürfte gerne nochmal ein USB-Port mehr da sein. Alternativ habe ich aber halt eben die USB-Typ-C-Ports, wovon natürlich auch dann ein Videoausgang genutzt werden kann. Wenn diese Kiste bei 400 Euro vielleicht liegt, denke ich, kann man gar nicht so viel mit falsch machen. Verglichen mit dem AMD Ryzen 5 3550 HU, ich vergesse es immer, den ich mal als Import vorgestellt habe, der liegt so bei 380 Euro als Import. Da habt ihr einen Hauch mehr GPU-Leistung, wenn es um grafikintensive Anwendungen geht. Beim Rest war dieses System hier zum Teil in der Emulation oder bei bestimmten Spielen ein Hauch schneller als das, was mein AMD, den ich zu Hause benutze, bereitstellen konnte. Letztendlich sind es nur so ein Quäntchen an Leistungsunterschiede. Wer mehr Leistung will, der muss natürlich zu einem anderen Gerät greifen. Entweder mit einem schnelleren Prozessor drin oder halt irgendwie auch eine neue Architektur, neueren Architektur. Ne? Wie gesagt, AMD oder Intel haben ja da die neuen Modellreihen, die dann halt mit einer vernünftigen, halbwegs vernünftigen integrierten GPU am Start sind. Wer jetzt richtig professionell zocken will, ja, der wird sowieso sagen, okay, das ist nichts für mich, ich brauche was Großes, aber das ist natürlich der Stromverbrauch auch noch deutlich höher. Mir selber hat das Gerät sehr gut gefallen. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen stören könnte, wäre die Laufgeräusche, die Lüftergeräusche. Per BIOS-Update kann ich das halt eben auch nochmal verändern. Ich habe das jetzt so gelassen. Mich persönlich stört es nicht. Wen das stört, der kann das Update einfach draufziehen. Gibt es halt bei Geek.com direkt auf der Webseite. Könnt ihr runterladen, dann flashen und fertig. Unterschiedliche Betriebssysteme werden unterstützt. Windows 11 Pro schon mal mit drauf. Finde ich schon mal ganz cool. Wer auf Linux irgendwie arbeiten will, kann das natürlich auch tun. Wer so ein Gerät selber zusammenstellen will, ja natürlich, kann immer noch zu einer Intel NUC greifen und oder halt eben hier eine günstige Variante nehmen und dann so anpassen, wie man es braucht. Alternativen gibt es natürlich unendliche viele. Ob das jetzt, wie gesagt, ganz neue Intel 11er Generation oder 12er Generation sind oder die AMD Ryzen 7 oder 9er Geschichten und sonstiges. Da geht man aber ganz schnell auch mal in den 1000er Bereich, je nachdem, was man wirklich erwartet und braucht. Für Homeoffice, für Office-Arbeiten, für seichtes Gaming, auch ältere Spiele, ich habe es halt euch gezeigt, dafür würde es theoretisch reichen. Für mich perfekt als Emulationsstation, ich finde es mega und bin ja trotzdem auch schon begeistert, was da an Leistung rauskommt. Ich weiß, das sieht der eine oder andere jetzt ein bisschen anders, aber für meine Zwecke, wie ich das Gerät benutzen würde, wäre das eine ganz geile Lösung. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn ihr Vorschläge, Kritik oder irgendwas habt oder was ich vielleicht in den nächsten Videos verändern soll, schreibt es mir natürlich in den Kommentarbereich rein. Ansonsten Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, Nerd7.de, Nerd7 Tech, Nerd7 Best of Nerd7, Nerd7 Shorts, alles unsere YouTube-Kanäle und halt eben auch die Webseite Nerd7.de. Testberichte zu solchen Geräten gibt es auch dort. Werde ich vielleicht mich auch nochmal ransetzen mit dem kleinen Kasten hier. Und ja, das soll es gewesen sein. Wenn was fehlt, einfach rein in den Kommentarbereich. Macht's gut, bis dann.